herzlich willkommen, ne? Erzähl. Herzlich willkommen in der Side-Klinik, in der Sprechstunde der Online-Marketing-Side-Klinik der Widgetal Academy mit Professor Dr. Merle. Und Dr. Med Lars. Ja, Dr. Med Dent. Dent, heute Dent, genau. Wir haben nämlich mal wieder einen Zahnarzt im Anschlag. Aber bevor wir jetzt einsteigen, würde ich gerne die Bierspende würdigen, die wir erhalten haben. Wir haben ja schon mal Bierspenden bekommen, jeder einzeln. Ja, jetzt von Ellen, genau. Ellen, danke. Nochmal. Wir würdigen das nochmal an anderer Stelle. Jetzt haben wir von Peter Moser, unserem Vorzeigekandidaten in der letzten Folge, der Divisch Special Edition. Peter hat im Brookhammer Online Shop für uns eingekauft. Peter, Respekt. Große Geste, vielen Dank. Wir hatten eigentlich gar nichts an seiner Seite auszusetzen. Nee. Aber wahrscheinlich war er so glücklich, dass seine Leistung, ne, seine Arbeitsleistung sich so ausgezahlt hat. Ich zeige kurz mal, was er für uns ausgewählt hat. Zwei Exemplare der Dreier-Serie der aktuellen Blechblut-Kollektion. Drei verschiedene IPAs. Alle um die 7%. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir die jetzt einfach trinken? Ja. Ja, ne? Merken möchtest du auch, dann trab mal einfach mal hier an. Also ich öffne jetzt diese wunderbare Dose. Da ist Merten. Du kriegst als erster hier unser quasi vor dem Feierabendbier. Fantastisch, schön. Prost! Merle. Schöne Farbe, schöne Schaumbildung. Aber bei dem Dreiergespann muss man nicht irgendwie auf eine Reihenfolge achten? Doch, ich würde das Double IPA zum Schluss trinken. Okay. Mhm. Also es sind zwei New England IPAs und ein Double. Wobei von der alkoholischen Tendenz sind die an diesem Schluss das Stärkste, womit wir anfangen sollen. Normalerweise macht man das andersrum. Hier sind 7,2. 8,3. Nein, das Double hat 8. Ah, also das trinken wir als letztes. Gut, die Seite ist schon aufgerufen. Es geht um Zahngesundheit Nord. Ja. Oh, die haben noch gar nicht, ne? Ja. Cheers. Sehr fruchtig. Prost, Leute. Boah, ist das gut. Oh. Es riecht stark. Es schmeckt richtig mild. Ja, wenn man sich auskennt, merkt man, dass das gut verpackt ist, aber dass da noch was lauert. Aber im ersten Moment... Ja, das kommt mit Bitterkeit. Ne? So, das ja, kommt genau. Hinten, das, ne? Ist nämlich, das ist die große Kunst für ein solches Bier, Wolf im Schafspelz zu sein. Apropos Wolf, Wölfe haben ja scharfe Zähne. Krampfhafte Überleitung auf Zahngesundheit Nord. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, mir absolut. Kommt das bekannt vor. Einen ähnlichen Aufbau hatten wir schon mal. Mhm. Ich, mit einer etwas irritierenden Navigation. Mhm. Was fällt dir als erstes auf? Also tatsächlich fällt mir als erstes auf, also die Sprechzeiten bzw. die Kontaktdaten an der rechten Seite. Ziemlich schwer leserlich, gerade wenn diese Frau, diese Haare, diesen Kontrast so stückelhaft nur quasi angezeigt zwischen dunklem und hellem Hintergrund, helle Schriftfarbe, sehr schlecht leserlich und gerade für Personen mit beeinträchtigter Sehstärke. Aber ich mach mal den Praxistest. Ich sehe, was matschig grau-rotes, aber ich bin extrem kurzsichtig. Ja. Ich kann gar keine Schrift lesen. Da sind wir im Bereich, also gerade mit dem Kontrast, ne, Bereich Usability. Das ist tatsächlich, inzwischen ist das ein Ranking-Kriterium, dass darauf geachtet wird, dass es barrierefrei ist möglichst. Also dass nicht nur Personen, die ein bisschen eine kleine Sehschwäche haben, das lesen, sondern tatsächlich auch Personen, die insgesamt eine Beeinträchtigung, eine Behinderung haben, dass für die das auch gut leserlich und gut dargestellt ist. Darauf muss geachtet werden. Und da gibt es auch einen Wert. Also über diese
Die Lighthouse, Google Lighthouse, hatten wir auch schon mal ein paar Mal hier mit in dem Format. Stimmt, die haben so einen Accessibility-Index. Genau, ne? Genau. Und da wird auch die Kontraststärke von Schrift auf Bild bewertet. Oder Schrift auf Hintergrund. Finde ich gut. Weil das ist ein häufiger Fehler, ne? Dass natürlich auch gerade Leute, die gestalten, auch sehr große, sehr hochauflösende, sehr kontrastreiche Displays haben, ne? Und halt einfach Profi-Equipment. Und haben meistens auch Auge, also nicht nur ein gestalterisches Auge, sondern sie können auch gut gucken. Mhm. Aber durchschnittliche Zahnarztpatientin hat es vielleicht nicht. Nee. Und wenn dann auch eine, wenn die ein bisschen älter ist und sowieso die Lesebrille auf dem Kopf verloren hat, also verlegt hat oder was, dann wird es schwierig. Also Telefonnummer ist immerhin groß angezeigt, aber... Aber nicht klickbar, ne? Das testest du doch auch immer. Ja, das teste ich nicht klickbar. E-Mail-Adresse. Ja, mir fällt was ganz anderes auf. Erzähl. Seitentitel. Home steht da. Nur, also ihr kennt das hier oben im Browser. Home. Oh. Die Seite wird bei Home gefunden und das werden 750 Milliarden andere Seiten auch. Es wäre ja klug, in den Seitentitel irgendwie sowas mal so wie Zahngesundheit zu schreiben und Norderstedt, weil es in Norderstedt ist. Kleiner Tipp, achtet auf diesen Seitentitel. Ja. Er ist wichtig. Also er zählt auch sehr viel ins Ranking. Und es gibt ja Menschen, die sehr viele Browser-Tabs öffnen. Mhm. Dafür ist das Fav-Icon gut, das ist hier vorhanden. Also dass man einfach schnell wiedererkennt, so wo bin ich. Mhm. Aber auch vorne schon hinzuschreiben. Also die ersten Zeichen sind wirklich entscheidend als Keyword. Ja. Und dann wechselt man auch eher wieder in den richtigen Tab zurück. Ich mache ja meistens die Tabs wieder zu. Ja? Ja. Nicht schlecht. Ich bin da ganz vorbildlich. Auch wegen sehr aufgeräumt. Speicherverbrauch. Ich bin sonst chaotisch, aber da bin ich sehr aufgeräumt. Scroll ich mal ein bisschen, ne? Mach mal. Ja, alle möglichen Arten von Gebissen. Mit Bart, ohne Bart. Ja. Männlich und weiblich. Als Skelett, als Röntgenbild, als Modell. Ja. Ja, man weiß auf jeden Fall, es handelt sich um irgendwas mit Zähnen. Ja, aber das ist halt auch, man kann es natürlich auch übertreiben, aber das funktioniert halt. Ne? Also wenn ich was mit Zähnen mache, dann zeige ich Zähne. Ja. Verstehen die Leute relativ gut. Wenn ich da jetzt nur Bierbilder hätte oder irgendwelche, wir hatten ja auch mal sowas mit so Natur, ist schön, kann man machen. Aber checkt niemand, dass es eine Zahnarztseite ist. Ja. Haben wir schon lobend erwähnt, dass es ein Online-Terminbuchungstool gibt? Nein, wo? Unter der Telefonnummer dort. Ja, oh, cool. Das ist gut. Da kann ich quasi schon mal auswählen, ob ich welche Versicherung, was ich denn möchte, ob ich akute Schmerzen habe, welcher Termin. Momentan nicht buchbar. Für Schmerzen gibt es keine Termine. Akute Schmerzen, ja, nein. Das ist natürlich doof. Sophie Stübing, wer ist denn Sophie Stübing? Ist die in dieser Praxis? Hab ich noch gar nicht gesehen. Das fällt da mir jetzt auf. Es sind keine Personen bisher erschienen. Das stimmt, ne? Nur Stockmaterial. Ne? Das ist Sophie Stübing. Ja, aber bei Sophie möchte ich doch gerne einen Termin das haben, weil es ist ja gar keine andere da. Nee. Termin online buchen. Ich möchte zu Sophie. Jetzt kann ich. Ach, guck mal, jetzt ist Yameda. Ah. Warum denn das? Das würde ich nochmal hinterfragen. Sophie hat gute Noten, Chico, aber inkonsistent, ne? Ja. Wenn ich jetzt da oben war, lande ich auf einer integrierten Buchungsmaske und hier lande ich bei Yameda. Ja, vielleicht ist Yameda das neue System und das alte wurde nicht mit entfernt von der Website, sodass keine Termine bei... Ach nee, das ist das. Ah, okay. Was ist denn, wenn du da privat versichert, akute Schmerzen? Hat sie dann was frei? Nein. Nee, okay. Vielleicht nur für gesetzlich Versicherte? Ja. Ach so, vielleicht. Ah, nee, akute Schmerzen. Akute Schmerzen sind bei Sophie Stübing
einfach nicht gern gesehen. Vielleicht sind es auch Patienten, die sie nicht haben möchte. Keine Ahnung, ist jetzt da, wissen wir nicht. Nee. Ich finde es aber, ich finde es irgendwie schlüssiger, wenn das immer gleich ist. Mhm. So absolut, ja. Ja. Gut, das ist wahrscheinlich die Kontaktseite. Wir haben hier nochmal die Leistung, das hatten wir auf der Startseite hier auch. Ja. Home halte ich für überflüssig. Praxis, Leistung, Kontakt. Das sind die drei Dinge, die man auch bei einer Praxis irgendwie erwartet. Ja. Ich hätte jetzt mehr Menschen sehen wollen und ich hätte auch ein bisschen mehr von der Praxis sehen wollen. Ist das real? Ist das wirklich die Praxis? Oder ist es Stock? Ich vermute, das ist Stock. Es wäre cool, wenn es die Praxis ist. Na, da steht, ist ein gediegenes Pflaster. Ja, Hamburger Rand. Hm? Ja. Hm. Ja, SEO, ja. Tauglichkeit, mehr Text, 3 minus, ne? Ja, also wirklich, gibt nicht viel her, man hat nicht viel Information, nicht viel Textinformation und ja, woher soll der Google-Crawler beziehungsweise dann Google in dem Ranking wissen, was wird hier angeboten, wenn kein Text geschrieben ist dazu, also ja, Kanalwurzelbehandlung, da steht ein bisschen was, aber die Begriffe müssen verwendet werden. Und um die Begriffe auch oder damit zu ranken, damit Google das versteht, dass ihr jetzt der Experte für Kanalwurzelbehandlung seid, müsst ihr auch eine gewisse Länge Text haben, um diesen Begriff einfach zu verwenden, um es zu beschreiben, um die Relevanz herzustellen. Daher. Ja, und bitte macht ein ordentliches Textlayout. Also hier der Abstand zwischen den beiden Spalten. Wir haben einen zweispaltigen Text fürs Web, sowieso nicht so ideal. Kann man aber mittlerweile einigermaßen stabil produzieren. Aber dieser Abstand zwischen den beiden Spalten ist nicht groß genug, als dass sie wirklich als Spalten erkannt werden. Das Auge setzt einfach fort, das heißt, es liest. Eine Wurzelkanalbehandlung ist eine der wichtigsten nach der Säuberung. Ja. Also ganz ehrlich, das schätze ich bei mehr als der Hälfte der Leute. Ja. Ist im ersten Moment der Effekt, bis man rafft, das kann ja gar nicht angehen. Der Text macht keinen Sinn und dann checkt man erst, das sind verschiedene Spalten. Und das ist ja auch was du gesagt hast, ne? Lesbarkeit, Verständlichkeit, genau. Barriere, Armut oder Freiheit. Mhm. Alles relevante Kriterien. Ja. Wir sprechen natürlich auch immer noch vom Desktop-Fall. Ne? Wir schauen uns die Websites hier in dem Fall erstmal in der Desktop-Variante an. Die Termine, die Zahnarzttermine werden heutzutage auch gerne nochmal über Smartphone gebucht oder kurz, ne? Wenn du in der Bahn bist oder wenn du irgendwie unterwegs bist, nochmal schnell gucken, wann hat der Arzt überhaupt Sprechstunde, wann kann ich anrufen dann, oder was wird überhaupt, bietet er eine Behandlung an? Oder sie, die mir auch nützt und die mein Problem behebt. Und demnach müssen wir das Ganze auch nochmal mobil betrachten. Und hier sieht man ganz schön, das fällt sich doch relativ gut. Da stört jetzt auch der Blocksatz stört ein bisschen, ja. Aber die Zweispaltigkeit, die ist jetzt hier nicht mehr von Belang. Blocksatz ohne anständige Silbentrennung ist keine gute Idee. Dann lieber linksbündigen Text. Es gibt schon auch mittlerweile Silbentrennungsmöglichkeiten in einigen Browsern, die sind aber auch noch nicht so ausgereift. Also ich wäre da vorsichtig. Sieht natürlich etwas harmonischer aus, aber ja, reißt Löcher, ne? Sieht man hier sehr schön. Mhm. Das ist unschön und es ist vor allem schwieriger zu lesen. Ja. Ich weiß nicht, wir haben noch gar nichts von Jessica. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hattest du schon mal eine schöne Wurzelbehandlung? Erzähl mal. Nee, hatte ich tatsächlich zum Glück noch nie. Ja, was mir als erstes aufgefallen ist, eigentlich das, was ich auch schon gesagt habe, wieder so diese fehlende Regionalität. Ne? Also gerade bei Ärzten, Zahnärzten ist halt immer, ja, wo ist der denn? Und okay, wir haben ganz klein in der Adresse steht einmal Norderstedt, aber sonst weiß weder ich noch der Bot, wo denn dieser Zahnarzt eigentlich ist. Das ist eigentlich so. Das, was mir als erstes aufgefallen ist, was ich nicht gefunden habe oder schwer gefunden habe.
Ich habe mich ja gefragt, ob man den Zahnarzt tatsächlich findet, wenn man in Norderstedt Home sucht. Nach Home. Das können wir jetzt Und ob nicht dann nur simulieren. Immobilienmakler kommen. Ja, genau. Das stimmt, das könnten wir nur aus Norderstedt verlässlich simulieren. Ja. Mir fällt gerade noch was ein, was wir in der Vorbereitung uns mal angeschaut haben. Jetzt nicht an der Seite spezifisch, sondern was wir ausgetestet haben, verschiedene Browser-Plugins, Add-ons. Und du bist ja ausgewiesene Chrome-Nutzerin, ich bin Firefox-Fan. Wir haben jetzt hier einen Firefox im Einsatz. Hast du ein Lieblings-Add-on-Plugin für Ja, Chrome? mein Lieblings-Add-on ist SEO Meta in One Click. Also der Titel ist ein bisschen dubios, aber Aber es, man, es, man versteht sofort, man was das Tool versteht es, macht. genau. Ja. Es ist eine Erweiterung, da klickt man drauf, bekommt die SEO-Daten, alle oder viele On-Page-Daten, möchte ich sagen, gut aufbereitet, kann sie Meta in One Click auf einem Klick quasi, auf einen Blick auch, kann man sie erfassen. Das ist schon ganz nett. Ich habe auch eine zweite Erweiterung, aber das ist bestimmt auch deine Lieblingserweiterung. Ich habe gar keine Erweiterung bisher. Nee? Bis vor ein, zwei Stunden, muss ich ja gestehen. Aber mich hat natürlich sofort angesprungen, weil ich auch großer Fan bin. SEO Minion. Der Minion. Bisschen wenig Bananen insgesamt in dem ganzen Ding drin. Aber was ich jetzt so rausgezogen habe, sehr intuitiv zu benutzen. Man klickt das Ding an, es zeigt für die aktive Seite ein paar Facts. Vor allem hier die On-Page-SEO-Kriterien und schön gleich der Hinweis, Meta-Beschreibung. Also bitte auch die ausfüllen, 140 Zeichen. Hier steht was von, oh ne, steht gar keine Zeichenempfehlung. Für den Titel sind 60 Zeichen empfohlen. Halte ich für ein bisschen übertrieben, Ja, ist ein je nach bisschen, Zeichen, ne? ja, genau. Aber wird oft schon nach 55 Zeichen oder so Genau, abgenommen. Also eigentlich Pixel. eigentlich sind es Pixel und wenn man es jetzt, also wir gehen auch als Virtual, gehen wir so raus und sagen 55 Zeichen, bitte haltet euch dran. Ja, wenn ihr ganz viele I's macht, habt ihr natürlich einen Vorteil. Wenn ihr ganz Genau. viele M's habt, dann ist es länger. Aber das ist hier eine sehr schöne Auflistung von Headlines, also H1 bis H6 Elementen. Hier ist das ja sehr komisch, weil hier ist, ihr Browser ist veraltet. Das scheint irgendwo im nicht sichtbaren Ja, Bereich zu sein. ja. Aber es gibt nur eine H1, immerhin nicht weitere Überschriften. Und es gibt keine Open Graph Informationen. Es gibt ein Bild ohne Ja, Alt-Attribut. wo du gerade sagst, es gibt nur eine H1-Überschrift und keine weiteren Überschriften, wenn sich der Text verlängert, ne, dann muss man natürlich auch ein paar Zwischenüberschriften Meinst du setzen. das? Ich vermute Verrückte Idee. ja. Meinst du nicht, dass das einfach nur so nur Text ohne Nur Überschriften, dass das geiler Textwüste, ist? unformatiert, ne? Ja. Ja. Nee, also Ja. ein paar Zwischenüberschriften. Es soll aber nur eine H1 auf einer Unterseite sein und alle weiteren Überschriften, die ihr setzt, sind entweder H1 oder entweder H2 oder tiefer. So, ne? Das geht bis 6 runter. Die Der Frage Standard ist, ist eine H2 dann einfach. natürlich, es ist ein bisschen gemein, jetzt auch diesen Wurzelbehandlungsseiten nach tiefer zu wühlen. Es ist vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt erstrebenswert, dass man bei Wurzelkanalbehandlung irgendwie weiter oben rankt. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man das mal googelt, also jetzt mal kopieren, einfach mal in der Suche eingeben. Da gibt es halt eine Wikipedia, ne? Da kommst du eh nicht vorbei. Und nee, da kommst du nicht vorbei. Die Frage ist, wenn du es aus Norderstedt machst, kommt da noch was anderes? Also gibt es noch ein anderes Ergebnis, wo der Zahnarzt tatsächlich relativ hoch gerankt ist oder nicht? Ich kriege aber jetzt auch keine Kieler Ergebnisse. Ja. Also Wurzelkanalbehandlung ist Das ist sehr aus spezifisch, Sicht ja. von Google kein regionaler Suchbegriff. Ja. Aber, wie Jessica auch eben sagte, Regionalität, macht mal eine Landeseite, wo steht, ihr seid einfach eine Zahnarztpraxis oder Zahnärztin, das ist ja die Sophie.
dass sie einmal sagt, hallo, ich bin die Zahnärztin hier in Norderstedt und ja. kommt doch alle mal zu mir. Kommt doch so, zu mir nach Norderstedt für eine Wurzelbehandlung. Genau. Oder wenn es sich vermeiden lässt, einfach nur für eine Zahnreinigung. Ja, aber bei akuten Schmerzen bitte nicht. Akute Schmerzen müsst ihr leider alleine durch. Ich finde, die Zeit ist reif für das nächste Bier. Ui. Weil wir haben jetzt eigentlich zu dieser Seite schon relativ viel gesagt. Absolut. Ich finde sie nicht hundertprozentig überzeugend, aber es ist solide, es ist okay. Man kann mit relativ einfachen Mitteln mehr rausholen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Mhm. Ja, Jessica. Vielleicht so ein bisschen inhaltlich, also jetzt gar nicht mal nur auf das Thema bezogen, aber Fachbegriffe ein bisschen erklären. Also in der Navi steht jetzt nur CMD. Ja, keine Ahnung, was das wohl ist. Oder ich glaube bei... ja. Irgendwo wurde quasi so ein Synonym nochmal erklärt, aber dass man da mal so ein bisschen immer guckt, gibt es für die Fachbegriffe, kennt die jeder Kunde oder Patient oder kann man ja das vielleicht nochmal irgendwie für Laien, gibt es da Synonyme, die man nochmal verwenden kann? Also Parodontitis, okay, das kennt man jetzt irgendwie, mhm. aber da steht dann zum Beispiel nochmal irgendwie Zahnfleischentzündung oder so und das darunter zum Beispiel kenne ich gar nicht, diese Veneers kenne ich, glaube ich, aber ja, dass man da vielleicht nochmal ja, so Fachbegriffe immer auch nochmal für Laien guter Punkt. Benennt. Also die kraniomandibuläre Dysfunktion. Ich kenne andere Dysfunktionen mit dem Namen. Die kenne ich tatsächlich noch von der Kieferorthopädie-Geschichte. Was, wir in unserem Ärztekreis hier, wir kennen doch die kraniomandibuläre Dysfunktion. Danke, Jessica, das ist wirklich ein Punkt. Perspektivwechsel, ne? Für jemand aus dem Fachgebiet der kraniomandibulären Expertise ist das natürlich ein Selbstläufer. Für Menschen, die einfach nur kauen, ist das etwas anderes und ist es vielleicht nicht unbedingt sofort geläufig. Und dafür gibt es ja dann die Möglichkeit, das wird auf dieser Seite eben auch nicht komplett aufgeklärt. Also man muss den Text komplett lesen und es wird nicht ultimativ schnell erklärt. Das wäre auch ein Trick, ne? CMD, neugierig, Aufenthaltsdauer erhöhen. Ich bezweifle das. Nächstes Bier ist Tycho. Tycho, ich weiß nicht, ob sich das auf die Tycho Brahe bezieht. Es ist, glaube ich, ein Entdecker. Mhm. Tycho Brahe. Magnetische Anomalie ist hier auch, ne? Das ist, glaube ich, jemand, der den, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, es ist jemand, der den, diese magnetischen, den, wie nennt man das denn? Kompass! den Kompass, magnetischen Kompass irgendwie, nicht erfunden hat, aber so ein Entdecker halt. Ja. Mit Schiffen. Gute Sache. Hier wird noch Aufklärungsarbeit betrieben. Danke. Ein Norweger, meine ich. Merten? Ja. Komm ran. Ja, nächster Schluck. Gerne. Wieder ein New England IPA. Ich bin gespannt auf den Unterschied. Dankeschön. So, währenddessen, also ach, ihr trinkt schon das mal. Hätte ich ja auch schon mal machen können, ne? Nächste Seite, oder? Nächste Seite. Dannhaus. Sagt mir was. Ja, mir auch. Ich kenne Dannhaus sehr gut. Wir haben früher mal an dieser Seite gearbeitet. Sie ist mehrfach gelauncht worden, glaube ich. Und ja, also ich habe ist aus Flensburg, ne? Dannhaus. Das ist eine, glaube ich, deutsch-dänische Firma. Ja. Und hier sieht man die ersten Impressionen von den Dannhäusern. Das Ein-Liter-Haus. Ja. Was bedeutet das? Es steht unter dem Logo, es steht in der Navigation, das macht das Lust ist, dass, auf mehr. Dass die Leute, die in diesen Häusern wohnen, ganz gerne so ein Liter Bier am Tag trinken. Ist das Aufnahmekriterium? Wäre jetzt meine Interpretation. Also wenn ich in so einem Haus wohnen würde, dann würde das absolut zutreffen. Aber es geht um den Energieverbrauch. Ah, alles klar. Es sind energiesparende Häuser. Und es gibt irgendwie eine Formel, mit der man berechnen kann, wie viel Liter äquivalent sozusagen das an Heizkosten. Das wäre doch schön, wenn das
tatsächlich mal erklärt wäre, oder? Das ist irgendwo erklärt. Ja? War es früher zumindest mal. Eine sehr lange Startseite. Sehr lang. Sehr viel Material. Und ich finde auch, es fehlt ein wenig die optische Konsistenz. Es sind sehr viele konkurrierende Elemente. Die sehen fast aus wie externe Werbebanner zum Teil, finde ich. Also die grünen jetzt nicht so, aber das ganz oben da mit dieses gelbliche. Noch ganz oben. Ach, das. Da. Da dachte ich erst, das wäre irgendein Google-Banner oder so. Das ist viel los. Absolut. Auch hier jetzt mal wirklich harte Kritik, gestalterisch das Wildeste vom Wilden. Was wollen wir alles drauf machen? Es ist, ja. Es schreit. Das soll es vermutlich. Also das kriegt natürlich Aufmerksamkeit, aber heieiei. Ausverkauft. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Message ist. Also wenn ich das nur überfliege, und das ist ja, Leute lesen nicht, Leute scannen. Mhm. Überfliegen den Text, überfliegen die Inhalte. Und ich stelle mich jetzt mal ganz blöd, ich gehe auf die Dannhaus, ein Literhaus-Seite und lese ausverkauft. Und denke, schade, hätte gern so ein Haus gekauft, leider nicht mehr verfügbar. Ausverkauft, dann ausverkauft. Geht man wieder. Mhm. Dass es um Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher geht, lese ich bei Schweizer Schrift auf gelbem Grund erst zu spät. Mhm. Und schon bin ich bei einem anderen Fertighaushersteller. Ja. Ist jetzt übertrieben, ich weiß, aber also ausverkauft schreibt mich halt an. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich verstehe auch nicht, jetzt 44 Mal gratis, jetzt nur noch 0 Mal. Also das Ausverkauf wird halt nochmal verstärkt. Ja. Warum? Also dann nimmt man es doch raus, wenn es abverkauft ist. Also außer man möchte einmal kurz sagen, hey, ne, die Nachfrage ist irgendwie so groß, die Leute, wir müssen denen allen eine E-Mail schreiben, dann schreiben wir jetzt mal hier, dass es ausverkauft ist. Ja. Aber ist so ein bisschen wie mit keine Impfdosen mehr. Ruf bitte nicht an und macht Termine. Ja, lass uns nicht zu sehr an diesem, aber Jessica, ist das auch ins Auge gefallen? Absolut. Und das sehe ich genauso, das wirkt wie ein Fremdkörper, das soll ein Stück weit so sein. Ach, die Menschen sind auch ausverkauft. Die Baufamilie. Schade. Die sehen eigentlich ganz sympathisch aus. Hätte man sich ja mal kaufen können, hätte die Familie. Hätte man sich mit reinstellen können ins Haus, ja. Naja. Aber ansonsten, schöne Häuser. Ja. Also, es gibt hier jetzt, wollen wir mal gucken, die Polarserie. Ich weiß nicht, warum die Polarserie heißt, aber ich denke mal, weil die so isoliert sind, dass sie sogar am Nordpol hätten bauen können. Kleiner Tipp von meiner Seite, am Nordpol zu bauen ist nicht gut. Nee? Nein. Das ist ja, da ist ja gar kein Land. Ach was. Und irgendwann taut es weg und schwupp. Ja, muss man ja heute, muss man das ja bedenken beim Klimawandel. Dauert vielleicht auch noch ein paar Jahrhunderte, bis der komplett weggeschmolzen ist. Aber Investitionssicherheit am Nordpol ist nicht gegeben. Aber vielleicht ist es ein Spektakel, das Risiko, weißt du? Der Reiz. Ja, vielleicht. Einfach mal auf dem Gletscher wohnen. Was mir viel, viel besser gefällt, ist, dass die so schöne Namen haben. Glücksburg. Ach, das sind die Namen Meierweg. Der Haus... Ach so. Okay. Ich dachte, da haben sie gebaut. Ne? Also ich als Laie möchte einmal sagen, ich dachte jetzt, okay, hier stehen ein paar Häuser in dem Landhausstil in Glücksburg. Da sind ein paar Bilder gleich, wenn wir klicken. Nee, das sind, das sind die Haustypen. Aber das stimmt. Das weiß ich halt einfach, ich dann auch schon lange kenne. Ja. Und weil ich weiß, dass die ihre Produkte nach den Orten benennen. Mhm. Ich weiß auch, dass in Meierweg mal maximal so 3 Dutzend Häuser stehen und vermutlich höchstens eins davon ein Dannhaus ist. Meierweg ist zwischen Glücksburg und Flensburg. Mhm, ja, sind nicht so viele. Ist aber schön da. Das glaube ich. Ja, okay, gucken wir uns doch mal das Haus in Meierweg an und machen mal ein... ist jetzt aber auch nicht mein Geschmack. Das ist nett aufbereitet, ne? Das finde ich gut. Ja.
das war's auch. Zu wenig. Zu wenig Majorik. Aber ein PDF. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht über PDFs gesprochen. Oh, ja. Also hier gibt es eine PDF-Datei, die ist verlinkt zu diesem Haus. Und gerade Fertighäuser, Musterhausbauer, die haben ein riesen Katalogrepertoire. Mhm. Und das wird auch gerne hochgeladen, es wird auch gerne verwendet. Und das ist jetzt nur eine PDF-Seite. Das ist auch in Ordnung. Und PDFs können tatsächlich von Google gelesen werden, von dem Google-Bot. Das bedeutet, immer mal eine Datei mit hochzuladen, eine PDF-Datei, die noch weiteren Inhalt zeigt, ist von Vorteil. Aber wäre es nicht schöner, das dann in den HTML-Content zu schmeißen? Natürlich, im HTML-Code oder in dem Content muss auch was stehen. Ja, du meinst on top sozusagen. On top, genau, ja, nicht okay. Nur PDF. Ja. Das wenn man es eh hat. Ja. PDF-Dateien ranken auch. Ne? Das ist tatsächlich auch der Fall, dass die auch in dem Suchergebnis auftauchen. Wenn nach Begriffen gesucht wird, kann es auch vorkommen, dass dann PDF angezeigt wird als... Testen wir das doch. Machen wir mal. Dann Haus Majorik. Als erstes ist die Unterseite. Und das PDF rankt nicht. Was ihr natürlich bei PDFs beachten müsst, dass es auch noch Text ist. Das ist hier gegeben. Genau. Man kann, für diejenigen, die sich mit Desktop-Publishing auseinandersetzen, man kann natürlich Schrift immer in Pfade umwandeln. Dann kann der Googlebot das nicht mehr lesen. Mhm. Also lasst die Schrift Schrift sein, bettet die Schriftart ein, aber nicht Umwandlung in Pfade, weil dann ist es nicht mehr SEO-relevant. Oder überhaupt nicht leserlich, nicht maschinenleserlich lesbar. Genau. Okay, aber das ist jetzt nur der Grundriss. Ich finde die Informationsdichte zu diesem Haus, ja, ich sehe ein paar Bilder, ne? Es sieht alles auch sehr nach, sagen wir mal, ländlicher Idylle aus. aber Futter, da fehlt wieder das Futter, ne? Welche Suchbegriffe geben die Personen ein, die ein energiesparsames Musterhaus suchen? Ne? Also die kennen vielleicht noch nicht alle Dannhaus und die kennen vor allem auch nicht die Bezeichnungen, dass das jetzt das Meyerwick-Sortiment oder Baureihe ist. Dementsprechend, es muss beschrieben werden. Ne? Hier steht auch nordisches Landhaus. Ja, das wird bestimmt ein Begriff auch sein, den Personen eingeben. Ja. Aber da muss mehr zu diesem Baustil auch erklärt werden. Ja, auch ein bisschen, ich glaube, so im Immobilienbereich gibt es auch eine Menge Fachbegriffe, da kann man auch mal ein bisschen was rauslassen. Mhm. Was mir jetzt hier auffällt, ist, also sparsame Informationen, es kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen Methode ist, um eine Konversion zu produzieren. Also das muss man abwägen. Wenn ich alles an Pulver verschieße, wenn ich alle Informationen rauslasse, gibt es immer weniger Grund, eine Anfrage zu machen, Infomaterial anzufordern und aber so. Weißt du was, dann würde ich mir wünschen, dass auch stärker zur Konversion angetrieben wird. Merle, genau darauf wollte ich hinaus. Guck mal. Ja, wo kann ich jetzt hier einen Katalog anfordern? Unten links. Ganz dezent in der Ecke. Ganz untypisch. Und links ist auch eine Ecke, da geht man nicht hin. Richtig. Conversion unten rechts, also Identifikation, Navigation, Information, Konversion. So teilt sich das auf. Mhm. Immer von oben links, ein bisschen so runter, schräg nach links, einmal durch die Brust ins Auge, dann rechts unten Konversion. Oder einfach fett in die Mitte. Fett in die Mitte hilft auch. Und ich wette, man im AB-Test würde hier mehr Konversion entstehen, absolut, wenn man Katalog anfordern als Button irgendwo hinsetzt. Ja. Und vielleicht argumentiert, warum sollte man einen Katalog anfordern? Ja. Was bietet der denn? Ist denn da wirklich auch nur diese eine Seite drin oder gibt es richtig, richtig geile Infos? Genau, wie du sagst, das kann ja auch Methode sein. Nur anfüttern und dann sagen, hier. Richtige, ausgiebige Informationen bekommst du erst mit dem Katalog. Willst du richtig Meyerwig volle Dröhnung, dann einmal Daten angeben. Weil es ist schlau,
Wenn man hier nämlich klickt, dann sieht man ja, was der Katalog alles so bietet. Und es werden halt relevante Informationen abgefragt, die einem Verkäufer oder dem Unternehmen Dannhaus ja, signalisieren, so, ja, okay, heißer Kandidat für ein Haus. Ja. Das ist die Intention immer bei so einem Kontaktformular, dass man ein bisschen vorqualifiziert. Ja, und man sammelt halt die Kontakte, ne? Also die Kontaktdaten. Ja, die Adressen. Weil Katalog musst du ja zuschicken, hast du schon mal zumindest die Postadresse. Musst du. Die Postadresse musst du haben. Einverständniserklärung. Ja, da müsste jetzt ein Datenschutzspezialist mal. Ich bin ja immer der Ansicht, bei einem Kontaktformular ist das gar nicht so nötig. Aber das Thema... Wir sagen es nicht. Ja, nein, nein, das Fass machen wir nicht auf. Das machen wir uns nur angreifbar. Und wir sind eh schon angreifbar genug, weil wir ja Kritik üben und dabei Bier trinken. Das ist politisch absolut schwierig. Deswegen Datenschutz klammern wir aus. Wir haben auch Cookie-Banner und so, thematisieren wir nicht groß. Lest das einfach im Internet nach. Oder fragt einen Rechtsbeistand. Ja, ansonsten, hier gibt es nochmal ein Unternehmensporträt. Oh, da ist Content. Da ist Content. Da lacht doch mein Herz. Und hier ist Querverlinkung da drin. Da hast du deine Erklärung, was ein Literhaus ist, wie die Wände auf. Geil, geil gemacht. Wie? Nee, das ist ja nur der Polarwandaufbau. Ja, aber das ist ja, steht ja unter dem Menüpunkt. Ach. Jedes Dannhaus, ein Literhaus, ist wahlweise ein K445, 40 oder 40. Aber weißt du, was ich wollte? Hier. Klicken, den, ne? Den will ich schon lesen. Nicht schon direkt zur Polarwand. Ich möchte hier einen Bereich, wo das Ein-Liter-Haus echt erklärt wird. Wo es auch in der URL steht. Wo es in der URL steht. Und wo das auch im Seitentitel steht. Seitentitel sind hier übrigens... okay, das ist gut. Das ist Ein-Liter-Haus. Bei näherer Betrachtung macht Dannhaus schon eine Menge richtig. Ich glaube, da fehlen so die letzten paar Prozent und dann kann das noch ein bisschen mehr. Ich finde das Pfaff-Icon echt cool. Das ist gut. Ja, wobei, historisch korrekt ist das ja nicht. Ne? Die Wikinger mit ihren Hörnern, das ist ja, das stimmt ja alles gar nicht. Das ist immer ein heiter Buch, muss man nachlesen. Ja. Ist leider. Also wir haben natürlich das Bild von dem metsaufenden, blutrünstigen Wikinger mit so Hörnern. Mit Fell auch. Und das ist, die Wikinger waren Schöngeister und sie hatten keine Hörner. Mhm. Okay. Ab und zu haben sie mal ein paar Mönche. Ja. Also Dannhaus, vielleicht kann Dannhaus auch aufklären, warum dieser Helm natürlich. Starkes Markenlogo, aber historisch korrekt ist es, glaube ich, nicht. Mhm. Interessant. Aber noch immer werden die Wikinger so dargestellt. Ne? Nicht nur bei Wiki. Ja, stimmt, Wiki hat auch, hat auch so einen Helm. Genau. Auch in den neueren Wikinger-Filmen oder Serien. Ne? Die sind ja gerade auch sehr in. Gut, wir verhaspeln uns natürlich in unseren Kompetenzgebieten. Genau. Also wir sind ja jetzt kein historisches Seminar, sondern wir machen SEO-Analysen. Ich würde jetzt nochmal ein Plugin vorstellen, da hat Merten auf hingewiesen, dankenswerterweise. Das ist der Web-Eliza. Gutes Ding. Richtig gutes Ding, sieht total schön aus. Wir hatten vorhin den Effekt, ich weiß nicht, ob ich den wieder produziere. Wenn der nichts erkennt, kann man Tic-Tac-Toe spielen. Nein. Ja, immer geil. Wenn der irgendwie keine Informationen auslesen kann, ich weiß gar nicht, kann man das auf einer leeren Seite simulieren? Ja, guck mal hier. Ah. Da spielst du gegen eine KI. Das ist super. Tic-Tac-Toe. Wie cool ist das denn? So. Ja, verloren. Ja, scheiße. Oh. Und kann man sich natürlich auch mit aufhalten, einen lieben langen Tag. Aber weiß ich ja, was ich morgen auf Arbeit mache. Ja, gute Hüte dich. Web-Eliza zeigt dir in einem Überblick, was für Technologien sind im Einsatz. Häufig ist ja die Frage, was hast du für ein Content-Management-System? Ist ein Facebook-Pixel eingebettet? JavaScript-Bibliotheken? Hier ist sogar Bootstrap erkannt, der Webserver.
bisschen technisch, aber für so einen ganz schnellen Einblick in die, in den Unterbau einer Seite. Mörder praktisch. Das ist auch mein Standard-Plugin. Auf jede Seite, auf die ich komme. Ja? Bist du ein bisschen Webalizer? Ich bin Webalizer. Ich gucke mir direkt, was ist das für ein Content-Management-System? Welche Systeme sind eingebaut? Ist es Google Analytics oder ist es Matomo? Ja, ich sehe schon. Ich muss mir mehr Browser-Add-ons in meinen Firefox ballern, weil das anscheinend heißer Scheiß ist. Also, mehr Browser-Tabs öffnen, mehr Add-ons installieren und dann genötigt sein, sich eine richtig fette Hardware zu kaufen, damit die das alles noch mal im Arbeitsspeicher her leisten kann. Also, immer Maß halten, ja? Maß halten mit Add-ons, Browser-Tabs und so weiter. Aber praktische, kann man auch wieder deaktivieren, ist ja nicht. Wir hatten das Lighthouse-Add-on, hatten wir mal vorgestellt beim letzten Mal. Ja, auch sehr praktisch. Letzte Seite. Jo. Also PDF mache ich mal zu. Ich mache hier ein paar Browser-Tabs mal zu. Mach mal. CMD hatten wir. Seidag-Training. Endlich mal was Neues. Thematisch. Schieß ihn mal in den Website-Check. In unseren? Ja. Ja, also ich muss gleich noch mal kurz erklären, woher ich diese Seite, die wurde gestern oder so eingereicht. Wir haben sie mal einfach mal aufgenommen direkt. Ich hoffe, Thomas ist on. Der hatte sich zumindest angekündigt. Du darfst reden, Thomas, wenn du da bist. Aber ich glaube, der ist auch selber sehr viel in Livestreams und Workshops und so. Er ist ein Trainer. Mit dem hatte ich mal das Vergnügen bei einem, bei zwei Bier-Tastings. Er hat vorher Leute trainiert, was Kundenorientierung und so Vertrieb angeht. Und danach habe ich Bier mit denen getrunken. Und er hat die Seite eingereicht. Und da sehe ich relativ viel Grün. Er hat sich wohl vorbereitet. Der hat Aufzeichnungen von uns angeschaut. Thomas ist auch so ein kleiner Kandidat für die Aufkleber-Sternchen 1-Plus-Liste. Genau. Also, wir gehen mal von vorne durch. Sag mal, hier, was haben wir denn? Sitemap. Sitemap ist da. Eine Sitemap gibt so einen kleinen Wegweiser an. Wie viele Unterseiten sind es? Wie heißen die? Wann wurden sie zuletzt aktualisiert? Das gibt man nicht für den Nutzer an, das gibt man rein für den Bot an oder für die Bots, das können natürlich mehrere sein. Und es ist die Landkarte, könnte man sagen. Die Landkarte einer Website. Map heißt Karte, ne? Map ist, schönes Bild. Also beschleunigt einfach die Indexierung auch. Ja. Also meine Erfahrung ist, das habe ich mal erlebt, und zwar habe ich das nie wieder erlebt, einen Blogartikel zu veröffentlichen, automatisch die URL dieses Blogartikels in die Sitemap zu schreiben und dann ein Ping abzusenden. Ja. Das muss man nämlich ein Jahr noch machen, damit Google das sofort mitkriegt. Oh, da hat sich was in der Sitemap geändert. Gibt es spezielle URL, können wir irgendwann mal nachreichen, womit man Google auch antriggern kann. Oder man macht es über die Search-Konsole. Genau. Und halte ich fest, ein Artikel, ich bin nicht stolz auf das Thema, ging nämlich um Biermischgetränke. Aber es hat nicht 20 Minuten gedauert, da war das Ding im Index. Also veröffentlicht und 20 Minuten später war der Artikel zu finden. Und das schafft man fast nur dann, wenn diese Ereigniskette da ist. Ich veröffentliche einen Inhalt, ich habe ihn in der Sitemap XML und ich ping Google an und sage, hier, guck mal drauf. Bei Tagesaktualität nicht ganz unwichtig. Absolut. Und ich hoffe, dass wir unseren Bildungsauftrag jetzt hier quasi damit getan haben. Ach so, lass uns mal weiter scrollen. Genau. Sitemap ist abgehakt. Ich könnte so viel noch über die Sitemap. Sitemap ist ein tolles Thema. Es ist natürlich geil, weil die wenigsten das mit dem Ping auch nutzen. Ja. Also man muss natürlich dann auch sagen, natürlich, wenn sie in der Search-Konsole oder über die Search-Konsole eingereicht ist, dann liest der Bot das schon relativ automatisch in regelmäßigen Abständen. Aber einen Ping zu setzen, gerade wenn man es schnell live haben möchte, dann ist es essentiell. Und das wird zu wenig gemacht. Aber
So viel zur Zeit, Matt. Lass uns mal bei den einfachen Fakten bleiben. Und Thomas hat seine Seite mit einer Robots.txt ausgestattet. Ich klicke die mal an. Ich mal gucken, wie was da drin steht. WordPress. No. Sehr gut. Also hier seht ihr, ich kann das vielleicht mal zoomen, damit das besser erkennbar ist. Die Robots.txt. User Agent heißt, alle Bots werden angesprochen. Durch das Sternchen, ne? Man kann User Agent, man kann auch welche ein- und ausschließen, beziehungsweise man kann genau angeben, welche User Agents angesprochen werden sollen. Mit Sternchen bedeutet das alle. Du kannst auch mehrere Blöcke, glaube ich. Ne? Du kannst sagen, jetzt geht es um den Google-Bot, jetzt geht es um den Bing-Bot, so in so einer Kaskade. Mhm. Mhm. Und dann der ganze WP-Admin-Bereich, das ist das Backend von WordPress, wird ausgeschlossen und die Sitemap ist referenziert. Also mustergültig, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber, ich höre ein Aber. Das ist erstmal der Standard. Würde ich sagen. Wir haben noch auf Thomas war das, ne? Mhm. Auf Thomas Seite haben wir noch nicht raufgeschaut im Detail. Aber aus SEO-Sicht macht es oder ist es sinnvoll, tatsächlich auch irgendwann mal Verzeichnisse auszuschließen. Wenn die Seite zu groß wird und und das Crawl-Budget, also jeder Bot hat ein gewisses Budget, so kann man sagen. Das ist nicht definiert, man kann es nicht nachlesen, man kann es nicht Geld abzählen. Es ist, 20 Cent Budget für ein... Genau. Ja. Kann es auch nicht nachschmeißen, dass er dann nochmal weitergeht. Also das Budget ist irgendwann aufgebraucht. Das bedeutet, es werden bei einer sehr großen Seite mit vielen Unterseiten, werden nicht alle Unterseiten gelesen. Und wenn man sich fokussieren möchte, das ist für Online-Shops vor allem echt sinnvoll, da mal drüber nachzudenken, könnte man die User Agents bzw. den Disallow für Verzeichnisse oder für bestimmte Rubriken einstellen, sodass man das Crawl-Budget auf das lenkt, wofür man wirklich auch ranken möchte. Also quasi die Ladenhüter einfach mal ausschließen und zu sagen, ja, das haben wir zwar im Sortiment, aber das finden wir selber nicht so geil, zack, ein Disallow, dann guckt der Bot da gar nicht erst nach und verhaspelt sich nicht und verbraucht kein Budget. Gut, wir müssten jetzt mal gucken, wie aufgebläht ist quasi so eine Seite von einem Thomas Seidag. Ich glaube ja nicht, dass da so viele Unterseiten existieren, aber er hat einen Blog, ne? Wer weiß. Vielleicht sind da auch stinkealte Blogartikel. Ja, Blogartikel von Anno Dunnemal. Ja, das ist, wenn sie ranken und geilen Inhalt produzieren, der auch noch aktuell ist, dann bitte nicht ausschließen. Aber wenn da wirklich irgendwas mal sehr veraltet ist, dann darf da auch mal der Disallow entweder passieren oder das Ganze darf auch mal entfernt werden, ne? Ja. Also keine Scheu, auch mal Content löschen, runterzunehmen. Oder recyceln. Interessante Technik, dass man alten Content auffrischt und sozusagen ihn ja quasi nochmal platziert, aber dann in aktualisierter und veränderter Form. Also wenn ihr gute Blogartikel habt, nutzt die einfach nochmal. Mhm. Genau. Also natürlich dann mit aktualisierten Informationen. Copy-Paste ist jetzt nicht so, sondern nee, einfach das nochmal aufgreifen. Ja. Und es geht ja hier um Beratung, es geht um Training und da spielt Inhalt, glaube ich, eine extrem große Rolle. Er hat auch Videos von sich, das habe ich zumindest irgendwo gesehen, das ist natürlich das, was, wenn ich mir einen Menschen buche, will ich den mal sehen. Ja. Oh, Textwüste. Ja, Podcast hat er. Cool. Oh, cool. Ja, der Text ist nicht so schön, ne? Wir waren mit unserem Tool noch nicht durch. SSL-Verschlüsselung, check. Alles gut. Alles grün. Sehr technisch an der Stelle. Ja, müssen wir, glaube ich, nicht tiefer drauf eingehen, aber das ist... Also wer sich fragt, was das Ganze bedeutet, da ist ein FAQ-Bereich, ne? Also ja. Frage-Antwort-Bereich. Lest da gerne mal rüber, haben wir uns viel Mühe gegeben, das auch tatsächlich dann dementsprechend aufzubereiten und zu erklären. Ich sehe das Erste, was
Kritikpunkt ist, es gibt keine H1. Hm. Das hatten wir heute schon thematisiert. Und auf der Startseite ist auch tatsächlich, es ist ein gut aufbereiteter Inhalt eigentlich, ne, so für so einen Einstieg. Es sind Videos da, es sind Teaser da. Es ist halt diese leidige Slideshow, die alle machen. Mhm. Wenn es nach mir geht, wird man den ganzen Slideshow-Kram ja verbannen aus dem Internet. Eine Hauptüberschrift: Was macht Seilack-Training? Ja. Und dann noch einen kurzen Textblock. Ja. Ist garantiert eine bessere Auffassung. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass es nicht nur, also dass nicht das Fokus-Keyword Seilack-Training ist, sondern Thomas Seilack. Oder? Ja, weil der Typ bekannt ist. Er hat sich zur Marke gemacht. Mhm. Er ist der Speaker, er ist der Trainer. Und wenn du eine Empfehlung bekommst, dann sagst du, ja, hier, der Thomas Seilack. Sprich den nochmal an oder schau mal auf seiner Website. Und die wenigsten würden wahrscheinlich Seilack-Training insgesamt. Ist jetzt die Vermutung, ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt, aber Thomas Seilack als Name darf auch gerne auftauchen. Ja, stimmt. Wird aber gefunden. Mhm. Was ich kritisieren würde, ist dieses Bleib so, wie du sein kannst. Cooler Spruch. Nicht sehr relevant. Nee, überhaupt nicht. Sowas ist gut, wenn ihr das in die Meta-Description packt, weil dann liest man das. Mhm. Aber die Meta-Description hat übrigens keine Relevanz für den Index, sondern die einzige Funktion ist im Grunde, einen Klickreiz zu produzieren. Und das, was im Seitentitel steht, ist Keyword-relevant. Also Seilack-Training auch nach hinten stellen, vorne Training, Vertriebscoaching, keine Ahnung. Mhm. Was macht ihr noch? Organisationsberatung. Und dann in dem Meta-Description-Teil diese Aufforderung und diese Sprüche und das, was sozusagen die Bestätigung liefert, hier kann ich gut mal hinklicken. Ja. Ich muss aber auch noch mal was über Thomas Seilack verraten. Ich habe selten jemanden erlebt, der so cool ist, in einem Biertasting, bei dem er selber nicht bedacht worden ist. Unser gemeinsamer Auftraggeber hat das irgendwie, also wir haben es alle vergessen, glaube ich, ihm das Bier zu schicken. Aber er hat super geil mitgemacht, obwohl er das Bier nicht getrunken hat. Und hat sich dann irgendwann Wein eingeschenkt. Thomas, Respekt. Das verneige ich mich einmal davor. Und ich glaube, hier, also es kommt hier alles rüber. Ein sympathischer Mensch, den man buchen kann. Und wenn man noch so 2, 3 SEO-Techniken beherrscht, da kriegst du nächstes Mal auch Bier. Informationstag Seilack-Training. Ich habe neulich mal die Diskussion geführt, ist es klug, 2 Wörter in einem Menüpunkt zu haben? Oh, das würde mich mal interessieren, was dabei rumkam. Ich sage nein. Nicht klug. Mhm. Weil viel zu schnell als 2 verschiedene Menüpunkte identifiziert. Also versucht eure Menüpunkte mit einem Wort. Das über uns ist noch so ein Grenzfall, ne? Ich finde auch, Informationstag, Seilack, Training, das ist sehr lang, ne? 2 sehr lange Begriffe. Das muss nicht sein. Und was ich jetzt auch kritisieren würde, ist, der 1.12. ist schon lange vorbei. Ist denn Thomas links oder rechts? Er ist rechts. Rechts, okay. Der ohne Brille. Der andere ist ein anderer. Der andere wird hier direkt angezeigt und ich dachte, Dass das Thomas ist. Das ist Thomas Seilack. Nee. Na gut, es ist aber auch Seilack-Training. Ne? Es ist nicht nur Thomas Seilack. Das sind natürlich auch, irgendwo haben wir sie eben gerade schon gehabt. Ja, über uns, das Team. Mhm. Ja. Es gibt noch ein paar mehr, die nach seinem Konzept arbeiten. Du hast ja auch als so jemand immer das Problem, dass du dich nicht klonen kannst. Und dass es vielleicht auch andere gute Coaches und Trainer gibt, die unter diesem Dach arbeiten. Und deshalb finde ich es eigentlich auch mega sympathisch, wenn man sich nicht immer nur als Person präsentiert, sondern wenn man das neutralisiert. Das war wahrscheinlich auch, damals war es wahrscheinlich thomasseilack.de,
Und dann hat er sich vergrößert und dann ist es Seidag Training geworden. Meinst du? Weil er mehrere Trainer angestellt hat. Mal gucken, was passiert, wenn man Thomas Seidag eingibt. Das machen ja immer weniger Menschen. Also das, was ich jetzt getan habe, ist eine Domain eingeben. Ja. Mhm. Kennen viele nicht mehr so genau. Da kommt man direkt auf eine Internetseite ohne Google. Wird und weitergeleitet. Super gemacht. ThomasSeidag.de wird umgeleitet auf die HTTPS www.seidag-training. Ne, der macht das schon ganz richtig. H1 hat dazu und der, das ansonsten. Ja. Kann man nicht viel gegen. Da kommen wir aber wieder an den Punkt, WordPress ist ein Content-Management-System und es gibt schon einiges her. Also es ist aus dem Standard-Repertoire, sind da schon Kriterien berücksichtigt für die Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Aber? Also ich bin hier wieder, guck dir die Bannergestaltung an. Ne? Also mehr Schriftart und fette, also Gestaltung geht gar nicht. Ne? Ja. Also so insgesamt könnte das Bild dieser Seite geiler sein. Was hier ist irgendwie noch ein kleiner Teaser-Text mit sehr viel Zeilenabstand. Hier ist gar nichts mehr. Und hier gibt es, ja gut, das ist auch das Video. Also Gestaltung finde ich wirklich nicht überzeugend hier. Referenzen sind auch leer. Nee, da kommt wieder was. Ja, ach so, das ist unsere Ladezeit. Okay. Ja, das mag jetzt an unserem WLAN hier liegen. Das kann bei uns sein. Und bitte. Also, ja, das stimmt. Da bin ich auch nicht, habe ich auch wieder Diskussionen gerade geführt. So Sticky-Elemente und Sachen, die über dem Content liegen und alles immer gut gemeint, weil es ja toll auffällt. Aber sorry, es überdeckt halt auch immer irgendwas. Vor allem in der Größe. Newsletter, den brauchst du nicht in deiner Sticky-Note erklären. Da machst du vielleicht ein Brief-Icon und jeder weiß, dass damit dein Newsletter gemeint ist. Wäre auch mal ein Fall für AB-Testing, würde ich mal sagen. Oh ja, genau. Sowas kann man gut mal austesten. Wird man mehr gemocht? Kriegt man mehr Konversion? Kriegt man mehr Abonnenten durch sowas? Mhm. Oder verschwindet man einfach nur Ressourcen, Platz und überdeckt andere relevante Informationen? Ja. Das könnt ihr mit einem AB-Test rausfinden. Bei mir überdecken sich diese Sticky-Geschichten in meiner Auflösung im Browser auch alle gegenseitig. Also nicht alle gegenseitig, aber zum Beispiel das Chat-Icon liegt bei mir über dem Newsletter. Mhm. Ich weiß, bei euch war das glaube ich nicht. Und dann dachte ich, oha, was ist denn mobil los? Aber da sind sie ausgeblendet. Also da ist tatsächlich dann nur die Chat-Funktion. Aber die stören sich auch nicht nur den Nutzer, sondern die stören sich auch so ein bisschen gegenseitig. Mhm. Zumindest hier bei mir. Jessica spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Du hast halt zu viele unvorhersehbare Faktoren. Mhm. Ne? Also nicht nur, dass da mehrere Elemente konkurrieren, sie konkurrieren auch mit dem Inhalt, verschiedene Bildschirmauflösungen. Mhm. Dann auch immer das Thema, kann der Browser eigentlich wirklich damit umgehen? Diese Überlagerungen sind immer risikobehaftet. Genauso wie mit einer feststehenden Navigationsleiste, die halt sticky bleibt und die quasi über allem schwebt. Mhm. Die verbraucht einfach manchmal auch total viel Platz. Und es gibt immer irgendeinen Effekt, wo das dann diese Schichtung nicht funktioniert. Und dann scrollt irgendwas über der Navigationsleiste weg. Sieht halt blöd aus, wenn es ein Video ist oder wenn es so eine Sticky-Geschichten sind, die über anderen Sticky-Geschichten liegen. Aber ich glaube, in all den Sendungen, die wir jetzt schon gemacht haben, ist klar geworden, ich bin echt ganz schön konservativ, was das Internet angeht. Ich bin halt auch schon ein bisschen länger dabei und früher gab es noch Internetseiten, ja, da gab es das alles noch nicht mit diesem ganzen modernen Kram. Da standen Inhalte drauf, ne? Das war wichtig, früher mal. Früher, damals. Aber du musst dich auch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, muss man. Du musst dich mitentwickeln. Ja, und das ist halt, mitentwickeln möchte ich bitte auch sagen, wir haben drei Websites angeschaut. Zwei davon hatten vorne den Home-Button. Das Home-Menü quasi. Bitte nicht, bitte nicht. Danke. Meinst du, das kriegt man irgendwie? Also, wenn jetzt Weihnachten wäre, würde ich mir wünschen, geile Seitentitel, gute Meta-Description und kein Home-Link in der Navigation. Wenn das alle richtig machen würden, das Internet wäre ein besserer Platz wenn wir, in der Welt.
Wenn wir mal eine Sprechstunde haben, wo das nicht auftaucht. Ja, Kein Hohn, kein einziger. kein einziger. Machen wir ein Fass auf, Dann ne? machen wir ein Fass auf. Apropos, wir trinken jetzt das letzte Bier und verabschieden uns einfach. Denn es wird jetzt Zeit, wir haben schon eine Stunde rum, wir haben drei Seiten gesehen. Alle machen was falsch. Ja. Kann man sagen? Ja. Normal. Wir haben genau dieses Phänomen nie, dass alles richtig gemacht wird. Was? Es wäre auch langweilig, Dafür oder? sind wir doch da. Genau Ja. dafür sind wir Na da. gut, du könntest einfach Und nur Bier trinken. wir können auch nur. Ja. Aber das machst du ja schon mit Bumm. Ne? Wir geben noch ein bisschen Inhalt rein. Ja, bisschen mehr Niveau. Ein bisschen mehr Niveau. Und dafür sind wir ja auch als Dienstleister da, muss man ja auch sagen. Digital Marketing, wir bieten das Ganze auch nicht nur theoretisch über eine Fernwartung an, sondern bei uns kann man auch Marketing beauftragen. Ne? Echt? Das möchte ich einmal kurz mal Stimmt, es sagen. geht auch. Ja. Man kann auch bei uns was buchen. Ja. Es kostet natürlich Geld, Mhm. muss man auch klar dazu sagen. Ja. Aber irgendeiner muss das Bier ja bezahlen, wenn wir es nicht geschenkt bekommen. Und Merle möchte auch Geld verdienen, also Gehalt, dieses, ne, das so mit. Aber, Sehr und gerne. Merten sowieso. Merten kommt sowieso viel zu kurz. Hol dir nochmal ein Bier ab, Merten. Also, lasst euch helfen. Ja, also wer damit überfordert ist und seine Website auch mal über Metadaten bzw. Seitentitel und Gestaltung ein bisschen bewertet haben möchte, dann kann auch gerne bei uns mal anfragen. Ja. Keine Scheu. Ist so. Ich schicke jetzt das letzte Bier ein. Ja. Wir verabschieden uns schon mal, oder? Ja. Machen wir jetzt. Vielen Dank, Jessica, dass du dabei warst wieder. Gerne. Hat Spaß gemacht. Tom. Vielleicht sehen wir dich nächstes Mal auch Ja, wir wieder. müssen jetzt Sehr hier ein bisschen auf. irritierend. Ich fand Jessica, ich habe zu wenig von Jessica gesehen, ehrlich Ja. gesagt. Aber wir haben auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nichts gesehen. Aber das ist hier unser Debüt in diesem Studio. Ja. Und wir müssen, also niemand ist perfekt. Wir optimieren Nein. uns und wir optimieren die Situation und das ganze Setting. Und mit Merten haben wir da schon eine Optimierung reingebracht. Du, die lässt sich, die kann man, ja, das ist schon Ja, wir gut. können das gar nicht richtig zeigen, ne? Wenn man das sieht. Wir sitzen hier wie in so einer, bei so einer Tagesschau Ja. und haben hier Kameras und Licht und so. Das hatten wir bisher nicht, Merle. Nee. Ich fühl mich ganz gut damit. Aber mein Wunsch bleibt, wir werden professioneller. Bitte werdet das auch. Ja, und gebt uns Feedback. Ja. Bitte. Auf Wiedersehen. Bis zum Bis nächsten Mal. zum In zwei nächsten Wochen. Mal. In In 2 Wochen sind wir zwei wieder Wochen. da. In 2 Wochen sind wir wieder da. Tschüss.